ERC Ingolstadt zu Gast bei den Augsburger Panthern am 41. DL-Spieltag und zum 9. Mal in dieser Saison ist das Kurt-Frenzel-Stadion ausverkauft. 6.179 Zuschauer und die sehen einen starken Start ihrer Mannschaft, die Augsburger Panther, in den dunklen Trikots in Überzahl mit der frühen Führung durch das 19. Saisontor von Andrei Hakulinen, bedient von Otso Rantakari, seinem finnischen Landsmann. Und dann soll das ein Pass in Richtung Trevelyan werden. Aber Fabio Wagner hier mit der 5 nimmt den Schläger rüber, fälscht ab, unhaltbar für Garzheim. Augsburg im Abstiegskampf. Ingolstadt will noch auf einen direkten Playoff-Platz und die Top 10 natürlich absichern. Nächste Chance in Überzahl für die Augsburger Panther. Dieses Mal Hakulinen als Vorbereiter und Kari alleine mit der Chance. Aber Garzheim mit dem Safe. David Ferenc, der neue Verteidiger des ERC Ingolstadt, noch nicht mit im Line-Up. Also Mark French mit der Mannschaft, die zuletzt verlor am vergangenen Wochenende zweimal. Ohne Daniel Pieta, aber mit Philipp Kraus, der hier diesen weiten Pass spielt im zweiten Drittlauf. Wayne Simpson, der gewinnt das Laufduell. Die Scheibe ist frei. Kraus mit dem Ausgleich. 1:1. Da waren 80 Sekunden gespielt im zweiten Drittel. 11. Saisontor von Kraus, entscheidend hier das Laufduell zwischen Simpson und Trevelyan. Simpson war 8 Spiele ohne Scorerpunkt geblieben. Beendet diese Durchstrecke Kraus gedankenschnell und Keller ansonsten mit einer starken Partie hier einmal kurz orientierungslos. Die Scheibe war frei vor seinem Schoner. 1:1 also, und Augsburg wieder mit den beiden Finnen Hakulinen auf Karjalainen. Augsburg hatte stark angefangen, die Zweikämpfe angenommen. Im zweiten Drittel dann aber Ingolstadt mehr an der Scheibe. Augsburg mit Konterchancen. Hier weiter Pass von Southern und dann Collins auf einmal frei vor Garzheim und mit dem Tor zum 2:1. Garzheim am Boden, ohne Maske. Wir schauen erst einmal auf diesen weiten Pass, natürlich dann kein Icing. Und dann kommt Edwards mit dazu und der stößt Collins in Garzheim hinein. Die Schiedsrichter schauen sich das Ganze noch einmal an im Video. Und gaben den Treffer. Korrektes Tor, 15. Saisontor für Collins. Die erneute Führung für die Augsburger Panther. Auf der anderen Seite aber gute Chancen für den ERC Ingolstadt. Zum Beispiel hier diese hier für Mirko Höflin. Aber immer wieder Markus Keller mit guten Saves. Ingolstadt hatte mehr Scheibenbesitz gehabt, mehr Schüsse gehabt, hatte gute Chancen. Aber Keller mit diesem Save und insgesamt mit einer guten Partie. 2:1 also die Führung für Christoph Kreuzer und die Augsburger Panther. Wir gehen rein ins dritte Drittel. Bodi mit dem Schuss und Rowe verwertet den Rebound zum Ausgleich, zum 2:2. Hier, diese Bewegung von Rowe, von Bodi oben und dann der Rebound von Rowe. Gut gemacht von beiden. Wieder ein Schuss und ein Rebound, wie schon beim ersten Treffer. Bodi gegen Karjalainen. Und Rowe mit seinem 14. Saisontor. Ausgleich also, Powerplay für die Augsburger Panther und Collins. Dann doch noch mit der Chance auf den Siegtreffer in Überzahl. Insgesamt ging das 2:2 nach 60 Minuten, aber in Ordnung. Es gab Verlängerung. Dort allerdings keine Tore. Wir sehen hier diese Chance für Trevelyan, die war richtig gut, aber er trifft die Scheibe nicht. Und so ging es ins Penalty-Schießen. Und da Esposito, nachdem die ersten beiden vergeben hatten. Esposito mit der super Bewegung gegen Garteig. Schön hier Tempo aufgenommen und dann dieser große Bogen von der Rückhand auf die Vorhand. Der erste Treffer im Penalty-Schießen für die Augsburger Panther. Und Ingolstadt vergab die ersten beiden Penaltys. Augsburg macht mit diesem Penalty hier alles klar. Collins mit dem Siegtreffer. Augsburg holt wichtige 2 Punkte, auch wegen einer starken Leistung von Markus Keller. Es ist brutal eng unten drin. Und man muss einfach mitnehmen, was man kann. Heute sind wir froh, dass wir 2 Punkte mitnehmen. Yeah, unfortunately it wasn't enough. But you know, I feel like we're trying to stay positive in there right now. It's a tough stretch for us. We're working hard. Bounce is going to start coming our way. We believe it. We just got to support each other in that room right now. Wichtiger, wichtiger Heimsieg für die Augsburger Panther. Die haben jetzt 3 Punkte Vorsprung auf den letzten Iserlohn und auch 3 Punkte Rückstand auf den 10. Platz. Weiter alles möglich in dieser Saison.
alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.